So, hallo und herzlich willkommen zu Part 3 von SCP Containment Bridge. Ja, servus, wir sind in der Beek. Mit QKit. Und Napkin. Und mit geilen Schriften. Wow! Das ist keine. Geile Umlaute. Das ist gar nichts. Best. Ein halb S. S. Scharfes ja. S. Aber rechts ist wenigstens ein geiler Gentleman, der uns anschaut und sagt: Ja, ihr spielt ein Spiel, das zum Blinzeln das geht. Das offensichtlich nicht aus der Romantik. Nein. Entstammt. Offensichtlich nicht. Ein Spiel aus der Romantik wäre viel romantischer. Oh ja. Ja, ja. Oh ja. Super. Place Energie. Raus geht's. Also, wer den letzten Part nicht angeguckt hat, wir spielen ein kostenloses Horror-Spiel, das sich immer neu baut, wenn es neu startet, immer neue, in Minecraft neue Welten entstehen lässt. Zum Beispiel hier haben wir jetzt 3 9 Volt Batterien, das hatten wir vorher noch nicht. Und eine Gasmaske. Und es gibt so ein Viech hier, was man anschauen muss, genau. Wir sind tot. Nice. Ja, und in dem Spiel stirbt man auch einfach regelmäßig. Nice. Super. Och Mann. Mist, das Game. Ja, nicht schon wieder ASDF. Dang it. Das stimmt, wir lernen eh nie. Das klingt überhaupt nichts. SCP-914. Oh, mein Hals. When an object is placed in the intake booth, and the keys wound up SCP-914 bin. Ich bin lang schon wirklich tired. Refine the object. No energy is lost. Super. Ruhig mal auf. Wie sagt man, dass das eigentlich im letzten Part getötet im Schluss? Wieso? Das Viech, wieso? Ja, weil es einfach durch Türen läuft, ist doch logisch. Ja, wahrscheinlich. Also du kannst auch durch Türen laufen, ja. Und Schalter drücken. Und die Musik ist heftiger geworden. Ja. Das hast du nicht mitgekriegt, hab ich gemerkt. Okay. Ja. Nein, was war denn? Wieso ist denn? Oh, die Tür war schon offen. Oh, good guy Tür. Ist dir aufgefallen, dass der Alarm immer nur dann kommt, wenn wir es einsammeln? Wie in einem Video. Ja, ja. Du blinzelst. Da ist es. Das ist ein Elektro-Ding. Ja, und da ist es so ein Portal. Ich bin tot, oder was? Wie? Bist du verarschen? Wo? Du sagst... Was, bin ich gestorben jetzt? Oh mein Gott! Wieso bin ich gestorben? Du Drecksgame! Drecksball! Chaos! Ja, oh, du Drecks! Lass mich mal ein bisschen leben! Ich will doch nur leben und mir... Publikum! Du stinkst! Wahnsinn! Ja. Super Idee! Jetzt riechst du wieder gut! Publikum! So. Personal are made to be aware. Ja, das Personal wird geschaffen dafür, Raids und Terroristen und sowas anzugreifen. Hey, wir können hier wieder rein. Dieser Weg. Ja, das macht Sinn. Oh ja. Wie wenn wir blind sind, dann kommt der Alarm. Was ist denn das für ein Viech? Eins, das uns kennt, oder wie? Was für ein Viech? Ist das jetzt eins mit totaler Stärke, oder eins, das immer weiß, wo wir sind? Es gibt wahrscheinlich nur eins. Ich glaube nicht, dass es verschiedene gibt. Es gibt verschiedene Welten, und das reicht wahrscheinlich schon. Ja. Wir sehen halt fast nichts mit der scheiß Gasmaske. Hey, was ja auch kein Sinn. Ich weiß, ich will Gasmaske, was nicht immer sehen. Nee, macht nicht. Ah, ich muss gerne. Ein. So, jetzt sind wir wieder da. Nee. Oh ja, hervorragend. Wir wissen, was zu tun ist. Ja, wir drücken. Diesmal in die andere Tür. Wir drücken den Knopf und müssen uns aber beeilen. Ich glaube, wir müssen uns beeilen, weil die Tür geht wieder zu. Hier. Time switch closes the door. Also von beiden Seiten die Tür. Nur guck mal, wenn du den aufmachst, guck mal, welche Tür aufgeht, weil es gibt zwei Türen da drin. Ja, beide wahrscheinlich. Ich sag, beide gehen auf und schließen auch beide wieder. Deswegen war die eine verschlossen vorhin. Moment, was? Beide schließen mit der Zeit einfach wieder zu. Gehen wieder zu. Nein, es gibt da insgesamt 3 Türen. Eine, durch die wir kommen, dann. Und dann noch andere 2. Echt? In dem Raum hier? In dem Raum, wo wir gerade aufschauen? Ja. Achso. Wo? Hier ist noch eine Tür. Unter uns? Ja. Unter der Kamera. Ich weiß nur nicht, wo wir sind. Und ich bin da aber diagonal drüber gelaufen. Oder was? Okay, okay. Pass auf. Egal, ich beeile mich trotzdem. Mach erst mal auf und dann guck, ob die... Weil es gibt da ein... dieses Vlies am Boden. Guck, welche Tür aufgeht. Beide. Okay. Und die andere? Die andere. Ich will noch sehen, ob die andere aufgeht. Das wäre die Tür gewesen. Okay. Ja, klasse. Ja, die ist offen. Ja, die ist offen. Okay. Die geht auch wieder zu. Sprich, wir können. Wir müssen jetzt übelst reinrennen. Moment, Moment, Moment. Guck es uns an. Guck es an. Guck es an. Guck es an. Oh.
Da steht schon mal drin. Okay. Okay, dann warte bis zum nächsten Blinzeln. Kurz das geht doch viel zu schnell! Warte, bis du vier kurz vorm Blinzeln bist. Oh, und dann los. Ja, aber ich muss mich übelst. Vier kurz vorm Blinzeln. Ich muss ja übelst rennen. Eins, zwei, drei, los! Los! Nein, ich muss jetzt. Ja los! Ah! Bist zu langsam! Du musst es angucken! Ich muss da durchrennen, wie Sau! Du musst das Scheiße! Durchrennen. Scheiße, Mann! Super, ich bin verstorben! Super! Was ist das? Welch grausam Tod uns doch ereilet! In jener harten Zeit! Pilot! Pilot, Leute! Eure Finger! Nee. Pilot! Fragendes Gedicht! Jawohl! Denn auch in Pilot! Das auch in schweren Zeiten! Eure Federnägel, Pilot! Jawohl! Ja, Pilot ist ein Wort! Diskutiert nicht so mit uns! Publikum! So, nochmal, wir versuchen es nochmal. Letzter Try. Okay. Für diesen Part. Dann sammeln wir einfach 1000. Ultra schnell. Wir sammeln 1000 Punkte, die Schüsse ein, die wir dann in unserem Kampf gegen das Böse. Vielleicht können wir das einfach mit Zeugbatterien zerstören. Zerstören? Ja. Soll ich das weggeworfen? Ich kann es nur wegwerfen. Toll. Kannst es irgendwie. Egal. Hallo? Im Serverraum. Ah, okay. Ach man. Okay, jetzt wissen wir. Ich will den Raum hier. Nicht. Jetzt. Nein, das ist viel. Okay. Ja, jetzt zu. Nein. Oh, fuck. Zurück. Gott, dang, ich komm da nicht rein. Da war ich. Du bist. Ich musste winseln. Nein. Gott. Ding, darum steht es da direkt auf meinem Gesicht. Darum steht es direkt auf meinem. So steht es direkt vor meinem Gesicht. Mein Gesicht muss da durch. Dann steht das direkt vor meinem Gesicht. Und ich kann nicht durch. Folgendes, wir hätten auch die Gasmaske anziehen müssen. Hast du gehört? Ich habe voll husten müssen. Ich habe die Gasmaske außerdem vergessen anzuziehen. Deswegen konnten wir auch nicht durch. Doch, nee. Wir konnten ja durch, weil das Gesicht von mir stand. Ja, und weil die Gasmaske nicht auf war. Pavian Arsch. Ja. Nein, das ist liebevoll. Liebevoll. Oder ungeputzter Popo. Oder wie der Hintern eines Pavian. Ist das doch... Welcher Pavian hat einen schwarzen Hintern? Ja, das... Der kapiert das Spiel halt noch nicht so. Achso. Du bist jetzt rassistisch. Hättest du gern Paviane mit schwarzen Hintern? Was? Ich bin nicht rassistisch. Ich finde mich nicht besser als weißen Kaffee. Oh, Gott, weißer Kaffee, voll geil. Ja. So, wir ziehen jetzt das Zeug hier an. Nur noch eine Batterie. Ja. Rassistisch. Schon. Gegenüber den anderen Batterien. Wie soll jetzt die eine Batterie allein leben? Hä? Wie soll die jetzt alleine überleben? Ich hasse diesen Raum! Jetzt! Wieso musst du es? What the fuck? Du musst es schneller blinzeln, wenn du dich. Ich springe. Was da? Ich kann mit Leertaste blinzeln! Wow! Nein! Okay, sprich, wir machen. Einfach die ganze Zeit blinzeln. Genau! Augen zu! Ja! Super Idee! Juhu! Super Game! Okay, sprich, kurz bevor wir um die Ecke biegen, blinzeln wir einmal kurz. Das Blinzeln hat dich getötet. Warte. Okay, wir versuchen es mal. Also, wir drücken und blinzeln dann nochmal kurz um die Ecke. Hier, blinzeln wir nochmal kurz. Ja. Blinzeln und dann können wir rein. Ja, aber jetzt musst du erstmal die Tür aufmachen. Und gucken, ob das Typ vor der Tür steht. Okay, gut. Ja, das läuft eh die ganze Zeit. Einfach random. Oh. Okay, schnell. Oh, geschafft. Dann place, outplayed. Yes! Blinzeln. Bitch, du kannst gar nichts. Immer blinzeln, wenn es geht. Achso, das ist die andere Seite vom Raum. Was? Leck. Es leckt. Shit, es leckt. Ah! Warum leckt es jetzt plötzlich? Mein Gott. Vielleicht ist ja ein Festplatte. FPS-Einbruch. Eine Festplatte. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben hier eine technische Schwierigkeit. Nun, wir müssen... Wir gerade versuchen zu bekämpfen. Ja, wir müssen leider unser Hauptprogramm unterbrechen. Zeit, und zeigen wir nun Werbung. Wir müssen das Hauptprogramm unterbrechen und zeigen nun Werbung. Hier wird ein Applaus eingeblendet. Nun ein Corny. Nun eine rechte Hand. Was für eine rechte Hand? Nun eine Flasche Bier. Kaufen Sie nun Krellen-Weißzahnpasta. Denn die ist 90% besser als alle anderen Zahnpastas. Und nur ein Löffel. Ein Teelöffel. Ein super schöner Teelöffel. Ich habe jahrelang mit diesem Teelöffel gearbeitet. Ich habe Zucker mit dem Teelöffel befördert. Ich habe so viele Dinge mit dem Teelöffel gemacht. Ich habe ihn überall hineingesteckt. Ich habe ihn überall hinausgesteckt. Einen hervorragenden Teelöffel. Kaufe Sie nun Teelöffel. Teelöffel, ein wundervolles Spiel, meine Damen und Herren. Es läuft 1A auf jedem Rechner, ja, der Windows 7 unterstützt. Wir sprechen nochmal kurz die Moment. Aufnahme ab und dann starten wir. Ein Rechner, der Windows 7 unterstützt. Das macht Sinn. Ja. Test, geht's wieder? Es geht. Super. Servus, wir sind wieder back.
Ich hoffe, die Werbung hat sie nicht weiter gestört. Und es leckt. Nochmal Werbung, meine Damen und Herren. Wunderbar. Ja, irgendwie müssen wir an unser Geld auch kommen. Hier eine wunderschöne Sonnenbrille. Das bringt uns nichts. Ein wunderschöner Textmarker. Ich will nicht zu viel Arbeit machen beim Schneiden. Sag mir zu viele Dinge, die ich einfach neu kopieren muss. Und doch mal eine rechte Hand. Nein, lass die rechte Hand aus dem Spiel. Lass die rechte Hand aus dem Spiel. Ja, scheiße jetzt. Sag mir nicht, was ich tun soll. Ja, super, jetzt nochmal. So, leckt's noch? Leckt's noch? Leckt's noch? Hallo? Ich bin Sam the Base. So, ja, wir starten nochmal. Wir haben jetzt kurz gestoppt und haben gespeichert. Der Werbeunterbrechung. Und wir spielen weiter mit First Xgask. Und laden das Spiel und hoffentlich geht's jetzt wieder. Wir haben keine FPS-Einbrüche mehr, aber so ist das mit neuen Spielen, die ganz frisch rausgekommen sind. Und so kleinen Indie-Games, da sind nun mal ein paar Bugs und FPS-Einbrüche mit dabei. Da kann wir auch nichts dran ändern. Heute Gurschen. Eigentlich ist das mein Let's Play. Ich rede doch nicht mit. Kannst du nach Hause gehen an eigenen. Geh in den Keller, du Idiot. Steht's? Ja, das steht da. Ich habe meinen eigenen Zettel aufgehängt für Gehen Keller, du Idiot. Das ist für mich als Erinnerung in den Keller zu gehen. So. Du schubst mich nicht immer so grob weg. Ja toll, das war nicht euer Steam. Du brauchst dich jetzt nicht wichtig fühlen, Zuschauer. Du bist nicht wichtig. Es geht nicht. Toll. Ach komm, du Sack. Aber die Gasmaske geht wieder. Ja. Ja. Egal. Gut, der Part. Der Piep. Part. Das Shit. Das Shit. Beep. Ja, passt. Und wir beenden den Part und bedanken uns fürs Zusehen. Feedback wäre nice. Bis zum nächsten Mal. Servus. Auf Wiedersehen. Sie sahen Napkins Let's Play. Sehen Sie nun Natur.